Hallo Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute einen weiteren 4-Ball-Trick und das ist die Fortsetzung von letzter Woche. Und wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, werde ich das hier oben verlinken. Und was braucht ihr für den Trick? Ihr braucht natürlich 4 Bälle. Und dann sieht es folgendermaßen aus, wenn man den ganzen Trick kann. Ihr habt zuerst 2 Bälle in jeder Hand und dann werft ihr die ersten 2 Bälle, das heißt den ersten aus der rechten und den ersten aus der linken Hand, kurz nacheinander über Kreuz. Zum Beispiel fangt ihr mit der rechten Seite mit der rechten Hand an, das heißt ihr werft den rechten hoch und kurz danach den linken. Und das übt ihr dann. Und dann auch mal abwechseln, also mit der linken zuerst und dann mit der rechten erst. Wenn ihr das dann ausreichend gut könnt, dann könnt ihr auch die anderen Bälle danach hochwerfen. Das heißt, ihr werft den ersten mit der rechten Hand hoch und kurz nach den linken. Und dann fangt ihr mit der linken Hand an und werft kurz nach den rechten hoch. Das Ganze sieht dann so aus. Und wenn ihr das dann auch gut könnt, dann könnt ihr danach einfach weitermachen. Ich werde das Ganze jetzt nochmal in Zeitlupe anwenden. Falls ihr noch Fragen zu dem Trick habt, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Würde ich mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Videovorschläge oder sonstiges Feedback könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Werde ich berücksichtigen und darauf eingehen. Dann sehen wir uns am Mittwoch um 16 Uhr wieder. Bis dahin, ciao!